Wir sind heute bei Apleona. Apleona ist ein Unternehmen, was ihr bestimmt schon mal gesehen habt, aber vielleicht noch nicht bemerkt habt. Apleona ist mehr oder weniger in jedem großen Gebäude unterwegs und hilft da, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Bleibt dran! Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute nahe bei Frankfurt in Neu-Isenburg bei Apleona und wir haben Frau Lenz und Frau Hagemeyer bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen bei uns im Haus. Genau, herzlich willkommen. Möchten Sie vielleicht ganz kurz vorstellen, vielleicht in 2, 3 Sätzen, wer Sie sind, was Sie machen und dann gehen wir später ja nochmal im Detail auf Ihre Lebensläufe ein. Dann fange ich an. Mein Name ist Katharina Lenz, ich bin die Personalleiterin hier bei Apleona, verantworte mit meinem Team, es sind ungefähr um die 100, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Themen rund um HR und bin selber seit Juni 2017 hier an Bord. Genau, ich bin Sarah Hagemeyer, ich bin zuständig für den Bereich Recruiting und Employer Branding, bin seit knapp 4 Monaten bei der Apleona und verantworte den Bereich mit 16 Mitarbeitern, auch verteilt über Deutschland. Also einige in der Zentrale, andere an den dezentralen Standorten. Genau, und führe das Team. Vielen Dank. Jetzt müssen Sie uns mal aufklären, was ist Apleona? Es ist ein sehr großes Unternehmen, aber manchen sagt es vielleicht noch gar nichts. Apleona ist ein, wie Sie gesagt haben, großes Unternehmen. Wir haben über 20.000 Mitarbeiterinnen, national und international. Wir sind in über 35 Ländern vertreten. Und ganz einfach gesagt, bieten wir Dienstleistungen rund um eine Immobilie an. In der Regel gewerbliche Immobilien und da kann man sich vorstellen, da werden ganz, ganz viele Dienstleistungen angeboten. Das fängt an beim, also ich weiß gar nicht, wo es anfängt, ja, aber im Wesentlichen würde man sagen, Anlagenwartung, die Wartung von Aufzügen, aber auch Rezeptions- und Security-Leistungen, Cleaning, Catering, also all das, was ein Gebäude gut aussehen lässt und was dafür sorgt, dass es auch funktioniert am Ende des Tages. Und das machen letztlich unsere 20.000 Mitarbeiter. Okay, also das geht auch dann sehr stark darum, das Gebäude funktioniert für die Menschen, die drin arbeiten. Also ja, dafür ist es genau. eine unglaublich wichtige Dienstleistung, weil wenn ich jetzt in einem Bürogebäude arbeite, der Aufzug ständig nicht funktioniert oder die Verpflegung mittags nicht so toll ist, das ist ja schon ein richtiges Problem dann. Ja, jetzt sind Sie ja Frankfurter, haben Sie gesagt. Dann kennen Sie ja auch den Großteil der Gebäude in Frankfurt. Ja. Jetzt können wir hier leider keine Skyline sehen, da hätten wir drüben in den Konferenzräumen sein müssen. Wir sagen mal so scherzhaft, in fast jedem Hochhaus ist die Apleona vertreten und wir bieten dort unsere Dienstleistung an, aber auch in der Alten Oper. Ach, tatsächlich, ja. Auch da sind wir der Dienstleister, der sich um die entsprechenden Belange kümmert. Genau, wenn wir von Recruiting sprechen, was sind so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wir dann einstellen? Also das geht los beim Kältetechniker, Klimatechniker, Servicetechniker, beim Objektleiter, Bereichsleiter, also wirklich alle Ebenen kaufmännischer Assistenz, hier in der Zentrale natürlich auch kaufmännische Funktionen, also alles, was kaufmännische und technische Jobs anbelangt, weil natürlich ja am Ende des Tages der Mensch oder die Person hinter dem Ganzen steht. Ich fand es insofern interessant, als ich jetzt wusste, dass ich heute zu Ihnen fahre, habe ich dann gestern und vorgestern auf einmal ganz viele Kleinbusse mit Ihrem Logo gesehen. Ja. Also wenn man so durch die Bockenheimer Landstraße einfach runtergeht, dann kommt man irgendwie kaum an Ihnen vorbei. Ja? Ja, es gibt Mitarbeiter, die sind fest einem Objekt zugeordnet, ne, als Kältetechnik oder Anlagentechniker und dann gibt es den technischen Service. Das sind dann die, die Sie mutmaßlich in so einem Auto gesehen haben, die dann eben auch von Objekt zu Objekt oder von Kunde zu Kunde fahren und dort vor Ort die Dienstleistung erbringen. Ja. Aber das ist tatsächlich so, ne? Wenn man den Namen dann einmal gehört hat, sieht man es viel bewusster. Ja, das ging mir auch so, als ich dann die Vertragsunterschrift für meinen Start bei Apleona gemacht habe, ist mir auch aufgefallen, also dass ich überall, wo ich bin, dann so ein Apleona-Auto auf einmal sehe und vorher ist war mir der Name gar nicht so bekannt oder ich habe einfach nicht auf die Autos geachtet oder das Branding auch in dem Fall, ja.
Jetzt entsteht ja so ein großes Unternehmen nicht über Nacht. Können Sie mal ein bisschen was dazu erzählen? Was ist Ihre Geschichte? Wo kommen Sie her? Na, ganz so viel Geschichte kann ich ja natürlich nicht erzählen und Frau Hagemeyer wahrscheinlich noch weniger, weil die ist ja erst seit 4 Monaten an Bord. Also ich, was kann ich sagen? Die Aglione, diese Sparte Facility Management, war ein Teil von Bilfinger. Mhm. Und Bilfinger hat in 2016 entschieden, sich von dieser Facility Management Sparte zu trennen. Mhm. Und dieser Teil, der eben heute Aglione ist, ist damals an ein Private Equity gegangen, an EQT. Und da stand man natürlich damals auch vor der Herausforderung, wie nennt man denn das Unternehmen? Letztlich ist es Aglione geworden, weil wir den Lebenszyklus einer Immobilie von A bis A, also immer von Anfang bis wieder zum Anfang, abbilden oder anbieten. Ah. Also nicht von A bis Z, sondern von A bis A. Und in der Mitte steht noch bei Aglione Leo, Löwe, Kraft, stark. Das ist so das Selbstverständnis von Aglione, so möchten wir auftreten. Also als Marke oder als Brand sicherlich sehr neu, sehr jung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, aber auch außerhalb der Branche. Aber hat jetzt doch schon eine etwas längere Reise hinter sich. Okay, das ist gut zu wissen, was das bedeutet. Ich finde, bei den Namen, die dann so neu geschaffen werden, ist immer so ein bisschen schwierig, so hinterzusteigen. Okay, was bedeutet das? Aber wenn man es mal erklärt bekommt, vergisst man das auch nie wieder. Ja. Und wir haben auch Mitarbeiterinnen, die sind wirklich seit der ersten Bilfingerstunde dabei. Ja, also sowohl in Neu-Isenburg als auch an den anderen Standorten. Natürlich sind auch viele neu hinzugekommen. Wir haben sehr, sehr viele Gesellschaften. Also ich glaube, da muss man auch erstmal durchsteigen. Ein Unternehmen mit einer langen Geschichte. Wir sind zum Beispiel hier in dem alten Philipp-Holzmann-Gebäude. Ja, wenn man mal hier drüber fliegt, sieht man tatsächlich auch, dass es ein H ist. Also das Gebäude ist hier, den Gang, den wir hier finden, der ist auf der anderen Seite, also auf der parallelen Seite, quasi identisch nochmal da. Und hier war früher die Holzmann Service Gesellschaft. Und die sind irgendwann einmal von Bilfinger gekauft worden. Und dann hat Bilfinger dann eben in 2016 entschieden, diese ganze große Sparte Facility Management wird verkauft. Also die geht schon noch auch ein bisschen länger in die Geschichte zurück. Die Firmengeschichte, die fängt jetzt nicht bei Bilfinger an, sondern tatsächlich ein bisschen eher. Und ich glaube, es sind auch verschiedene Unternehmenszukäufe oder Zusammenschlüsse in der Vergangenheit gegeben. Wir haben zum Beispiel eine Gesellschaft, die ist Zander. Mhm. Ja, also man findet auch immer noch mal Mitarbeiter, die durchaus auch aus einem anderen Unternehmen kommen, ja, und eine entsprechende Historie bei Aglione haben. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Sie haben neben dem Standort hier nahe Frankfurt verschiedene Standorte deutschlandweit, international. Können Sie uns da vielleicht mal kurz erzählen, wo sind Sie denn überall? Also in Deutschland würde ich mal sagen, was die Niederlassung angeht, in jeder großen Stadt. Mhm. Ja, also wir sind, wenn wir auf den Bereich Facility Management schauen, auch in Regionalgesellschaften aufgeteilt. Davon haben wir 4 große und da sind so die prominentesten Standorte Berlin, Hamburg, Mannheim, München, Nürnberg, Leipzig, Stuttgart, Nürnberg, ja, und dann eben hier Neu-Isenburg. Und wenn es international wird, wird es natürlich geht es deutlich weiter in die Ferne. Ich war zum Beispiel vorgestern in London bei uns im Headquarter, das war ganz nett. Aber da sitzen in UK zum Beispiel Kollegen in Leeds, ja, also da konzentriert sich auch nicht alles auf London. Wir sind in Ägypten, wir sind Italien, in Ungarn, Italien, Spanien, der Türkei. Ja. Ja. Das ist extrem spannend. Wie ist es dann, so ein internationales Team einzustellen und zu führen? Also wir sind jetzt hier primär für den Raum Dach auch zuständig und auch Deutschland. Also wir jetzt gerade von der Personalverantwortung und auch der Mitarbeitergewinnung sprechen. Also wir haben das nochmal in Bereiche aufgeteilt. Es gibt aber auch einen Bereich hier, der dann für den Bereich der Corporate Accounts, also wirklich der Schlüsselkunden im Ausland zuständig ist, und für die Projektabwicklung als auch eben für die Standorte. Und wir sind jetzt gerade so dabei, also auch aufs Recruiting bezogen, sich so ein bisschen mehr zu vernetzen, also auch vielleicht in Richtung Best Practice, was machen die anderen Standorte. Ansonsten, wenn ich jetzt so von meinem Bereich spreche, ist es das Team, also primär wirklich Deutschland, wo wir da unterwegs sind und auch arbeiten. Ja. Im klassischen Personalbereich, ja, jetzt gehört Recruiting logischerweise mit zu Personal, aber im klassischen HR-Bereich ist es schon ein bisschen anders.
gerade in den großen Ländern wie UK, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich, haben wir tatsächlich immer eine eigene Personalabteilung vor Ort. Mhm. Ja, und da ist es dann viel mehr die Aufgabe und Challenge, sich mit den Kollegen auszutauschen, mhm. ja, und zu schauen, wo können wir voneinander lernen, wo können wir Best Practice scheren, wo können wir auch, ich sag mal, mit einem einheitlichen Markenauftritt international als Arbeitgeber auftreten. Aber das ist dann schon ein sehr lokales Business. Ja? Jetzt hatten Sie schon erwähnt, dass die Bandbreite der Menschen, die für Apleone arbeiten, sehr, sehr groß ist. Könnten Sie noch mal kurz einen Abriss geben und vielleicht können wir das ein bisschen einteilen in die unterschiedlichen Gruppen, also die Kollegen, die vor Ort sind, die Kollegen, die tendenziell eher im Head Office sind. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz einordnen, weil es ist ja wirklich sehr, sehr viel. Also in der Zentrale, also glaube ich in jedem Unternehmen, so, sind es natürlich in erster Linie die kaufmännischen und Verwaltungsstellen oder Positionen, ja, von Finance, also Controller, sind Sachbearbeitungsstellen, es ist Marketing, es ist HR, tatsächlich ist der HR-Bereich hier am Standort der größte, ja, weil wir natürlich ja auch viele, viele Mitarbeiter betreuen in den verschiedenen Gesellschaften. Jetzt muss ich ja so ein bisschen aufpassen, weil das ja viele Apleona-Mitarbeiter wahrscheinlich hören werden, dass ich keinen vergesse. Wir haben eine Abteilung HSEQ, also das Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz ist wahnsinnig wichtig für uns, weil wir ja am Gebäude, im Gebäude arbeiten, mit Anlagen, an Anlagen. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Bereich für uns. Wir haben natürlich wie jedes große Unternehmen eine Legal-Abteilung, ja, also wir haben einen großen Rechtsbereich. Wir haben einen Einkauf, auch das ist tatsächlich hier eine zentrale große Einheit. Eine Ausbildungswerkstatt, also wir bilden auch aus. Ja. Also eine Zentrale, ganz klassisch halt diese kaufmännischen Positionen. Und in den operativen Gesellschaften, also wir nennen das, was quasi nicht in der Zentrale ist, sondern draußen im Objekt oder am Kunden, nennen wir immer eine operative Einheit oder Business Unit. Also ich würde jetzt nicht auf Vollständigkeit mal plädieren wollen. Aber wir haben zum Beispiel eine Einheit Real Estate, die haben den Property Manager. Dann haben wir einen Facility Manager. Man findet aber bei uns durchaus den Haustechniker für die verschiedenen Gewerke. Man findet bei uns auch mal einen Gärtner. Man findet bei uns einen Hausmeister. Man findet bei uns eine Empfangsdame, Rezeptionistin. Wir haben Security-Mitarbeiter. Wir haben Catering, wenn wir über die Apleona Infraservices sprechen, also wirklich eigentlich eine komplette Reinigungsdienst, ja. Genau. Und ich glaube, das sind jetzt auch nur die Oberbegriffe. Ja. Elektriker, ganz klassisch. Es finden sich dann ganz, ganz viele Berufsbilder, ja. Und ich würde mal sagen, wir decken ein wahnsinnig breites Spektrum ab. IT ist natürlich auch ein großes Thema für uns, ne? Weil wir gerade auf dem Weg der Digitalisierung sind. Also da braucht es natürlich auch eine starke IT im Hintergrund. Das ist auch eine Funktion oder ein Bereich, der recht groß ist bei uns. Ich stelle mir das relativ herausfordernd vor, weil wenn ich jetzt so andere Unternehmen betrachte, da habe ich jetzt eine relativ eingeschränkte, ist immer so negativ belegt, also ich habe einen ziemlich eingegrenzten Blick auf die Jobs, die ich im Unternehmen habe, plus dann halt also in den operativen Einheiten, und dann habe ich halt meine Verwaltung. Bei Ihnen ist es ja extrem breit. Inwiefern stellt sich das auch vor Herausforderungen, gerade beim Recruiting, aber natürlich dann auch im HR, weil ich ja sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen dann betreue? Also vielleicht fange ich mal an mit Recruiting, dann kann ja die Frau Hagemeyer ein bisschen was zur aktuellen Situation sagen. Wir sind ganz klar ein Unternehmen auf Wachstumskurs. Ja? Wir wollen weiter wachsen, wir wollen unsere Marktposition weiter ausbauen. Und wir haben ja kein Produkt, was wir verkaufen, sondern wir haben eine Dienstleistung. Die Dienstleistung wird von Menschen erbracht. Und wenn wir wachsen wollen, dann geht es am Ende des Tages auch nur mit Personal. Das haben wir Gott sei Dank relativ frühzeitig erkannt und haben bereits in 2017 angefangen, uns ein Inhouse-Recruiting aufzubauen. Tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt mit einer Mitarbeiterin. Und das ist eben über die Jahre gewachsen, weil wir gesagt haben, Mensch, der Mitarbeiter ist für uns die wichtigste Ressource im Unternehmen, ne? Weil ohne Mitarbeiter können wir keine Dienstleistung erbringen.
Und jetzt sind wir heute bei 16 Mitarbeiter im Team. Und Sie hören auch immer, dass ich immer nur in der männlichen Form spreche. Ja, ich mache jetzt nicht immer innen noch hinterher, ich meine immer alle. Ja. Aber Sie haben schon recht, das stellt uns natürlich schon vor eine große Herausforderung. Aber wir haben A, dieses Team, und seit Ende letzten Jahres ist ja die Frau Hagemeyer Gott sei Dank auch bei mir an Bord im Team. Und die professionalisiert es jetzt gerade noch so ein bisschen im Sinne von verschiedene Rollen innerhalb des Teams, verschiedene Aufgaben. Aber ich glaube, das können Sie noch ein bisschen besser erzählen, auch die Idee dahinter. Genau, also ich kann mich vollends nur anschließen. Also wir sind auf Wachstumskurs und wir haben natürlich verschiedene Initiativen ins Leben gerufen. Also eine Initiative, die ist auch schon vor meinem Start gelaufen, das ist wirklich die Digitalisierung innerhalb HR und auch die Digitalisierung innerhalb des Recruiting-Prozesses. Also, dass wir das Ganze, wenn wir eine Stelle lostreten, das auch über das System tracken können, das war ein wichtiger Schritt. Da haben wir beispielsweise, was ich jetzt aus anderen Unternehmen nicht kenne, auch einen Transformation Manager zur Seite gestellt bekommen, der mit uns diese Prozessabläufe bespricht, der das Ganze auch in tollen Folien untermauert. Zudem haben wir in jeder Region sogenannte Strategy Manager, was ich persönlich ganz toll finde, was ich auch vorher nicht kannte, die wirklich auch einen guten Kontakt und Draht zu Operativen haben, dass man natürlich da auch die Impulse bekommt. Und was ich jetzt wirklich die letzten Monate, wo ich den Fokus drauf gelegt habe, war zum einen, dass wir innerhalb dieses großen Recruiting-Teams nicht so den Faden verlieren und uns auch nicht verzetteln in den ganzen Maßnahmen und Projekten, die wir machen wollen. Das heißt, wir so haben so eine Art Recruiting-Roadmap und ich habe das große Gesamtteam nochmal in so Tandem-Teams unterteilt. Also dass pro Team 2 bis 3 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem Thema arbeiten. Und wir dann auch sagen, okay, wir referieren über dieses Thema, wir optimieren an der Stelle und verabschieden dann auch Lösungen und gehen von da aus weiter. Also Beispiel, wie wollen wir mit Agenturen arbeiten, wie wollen wir mit Personaldienstleistern arbeiten, wie können wir intern besser Kandidaten, Kandidatinnen vermarkten, wie können wir Werbekampagnen zentraler steuern. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass wir jetzt auch beim Aufbau des Teams, also es kommen weitere Neustarter und Neustarterinnen hinzu, mehr in den Rollen spezialisieren. Also sprich, ein Thema, was mir total am Herzen liegt, also ich bin eine absolute Verfechterin von der Direktansprache. Das heißt, wir haben jetzt auch 3 neue Kollegen oder beziehungsweise insgesamt 3 Kollegen im Team, die sich rein um dieses Thema Active Sourcing kümmern. Mein Fachkräftemangel ist in aller Munde, aber ich glaube, dass man auch dieses Potenzial einfach ausschöpfen kann, noch weiterhin über die verschiedenen Kanäle. Und wir haben in der kommenden Woche auch eine Neustarterin rein für das Thema Employer Branding. Also die Stelle wird komplett ausgefüllt, weil, wie Frau Lenz auch eingangs sagte, wir wollen halt Apione als Arbeitgeber Marke bekannter machen, sichtbarer machen, das auch zentral gesteuert. Also dass wir wirklich einen Contentplan machen, eine Messeplanung, und das auch wirklich zentral über diese ganzen Standorte hinweg, dass das koordiniert wird, ja. Und nicht so jede Region, jede Gesellschaft, eben weil wir so eine große Firma sind, da immer ihr eigenes Süppchen kocht. Teilweise geschieht das auch weiterhin, das ist auch richtig so, ja. Also das verstehe ich auch durchaus. Aber ich glaube, da hat Apiona gesamt und auch die Mitarbeiter hier der Zentrale und Inneroperativen haben da einfach enorm Mehrwert. Also das sind so Themen, die wir jetzt angehen. Ja. Da muss man aber tatsächlich auch sagen, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Berufsbilder haben. Ja. Ja. Und ich glaube, man muss immer schauen, wo findet man die geeigneten Kandidaten. Ja. Also so ein Elektriker oder ein Hausmeister, den findet man logischerweise nicht in sozialen Netzwerken, also weder auf Xing noch LinkedIn. Das heißt, das Team muss schon auch sehr kreativ sein. Ja. Und da sieht die Direktansprache dann vielleicht auch ein bisschen anders aus, als wir die jetzt vermeintlich verstehen, ja, über irgendwelche Karriereportale, sondern dann ist es auch sehr analog. Ja? Also dann ist eben auch mal eine Ansprache auf einer Brötchentüte drauf, ja? Gedruckt, möchtest du gerne bei Apiona arbeiten. Ja. Und das macht es, glaube ich, auch spannend. Ja, also wir haben auch beispielsweise so, da greife ich jetzt auch, weil ich mich so begeister. Also, ich komme gar nicht mehr zu Wort. Aber Sie reden einfach eigentlich über das, was ich so die ganze Zeit fragen möchte. Deswegen machen Sie ruhig weiter. Also das geht von Tankstellenwerbung beispielsweise als effektives Instrument bis ein Kollege aus meinem Team, der hat einen Apleona-Flyer in Bäckereien und Pommesbuden ausgelegt oder vernetzt sich in Sportvereinen oder ist auch mal beim Fußball-Event dabei, ja, und geht ins Stadion und verteilt da Apleona-Flyer bis hin zu, wir haben einen super effektiven Recruiting-Kanal, das ist unser Mitarbeiter-Mitarbeiter-Werbeprogramm. Also sprich, ein Mitarbeiter, der wirklich eine Prämie ausgezahlt
für bestimmte hochvakante Positionen. Auch das funktioniert super. Das ist mit einer der erfolgreichsten Kanäle im Recruiting tatsächlich. Ja. Und da kommt natürlich die Größe des Unternehmens zum Tragen. Ja? Weil jeder hat ja auch irgendwo privat ein Netzwerk. Und ich meine, was gibt es Besseres als eine Empfehlung? Ja? Also eine Empfehlung spreche ich ja nur aus, wenn ich selber absolut zufrieden bin damit. Sonst würde ich es nicht empfehlen. Und egal, ob das jetzt um ein Produkt geht, einen Arbeitgeber oder also einen Friseur, man muss selber damit zufrieden sein, weil im Zweifel fällt es auf einen zurück. Ne? Genau, und das hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass ich ja auch die andere Person für sehr qualifiziert halte, was ja dann schon wieder der nächste Verstärker ist. Und das muss ich sagen, das finde ich total interessant, was Sie gerade erzählt haben. Also, dass gerade jetzt so diese kreativen Outreaches wirklich die Riesenherausforderung sind, weil das erfordert ja auch dann sehr viel Umsetzungsfähigkeit, weil irgendjemand muss ja dann zu dem Bäcker gehen und sagen, hey, kannst du das mal auf die Tüte drucken? Und dann sagt der, außer jetzt halt mir X. Und dann muss ich auch wissen, okay, wo ist der richtige Preis? Also das ist ja doch ein wirklich sehr, sehr herausforderndes Umfeld dann. Ja, das machen wir schon teilweise mit Agenturen. Also man geht natürlich nicht zum Bäcker und fragt den, willst du mal unser Logo auf deine Tüte drucken? Sondern es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir besorgen die Tüten und sagen das auch. Dir entfällt der Invest für deine Tüten, wir geben dir unsere, ja, du sparst eigentlich und musst die Brötchen eigentlich nur in diese Tüte reinmachen. Der aufwendige Teil dahinter ist nicht, die Tüten zu erstellen. Ja. Das geht relativ schnell, so mal wir auch eine Inhouse-Agentur haben, die sich um Layouts und sowas kümmern. Das Aufwendigste ist tatsächlich herauszufinden, bei welchem Bäcker machen die denn alle ihre Pausen? Wo gibt es denn die besten Brötchen? Wo gibt es denn den besten Kaffee? Ja, das ist eine Herausforderung, also eher so dieses Thema Location und dann sicherlich nochmal die Logistik. Ja, also auch wirklich gucken, dass die Tüten dahin gebracht werden. Aber wir haben das zum Beispiel, das war ganz, ganz witzig, mit Pizzakartons gemacht. Wir haben Pizzakartons und das war ein bisschen müßig, weil wir mussten verschiedene Pizzalieferdienste abtelefonieren und die dann fragen, könnt ihr denn bitte unsere Kartons nehmen? Haben dann aber welche gefunden und dann hat eben jemand eine Pizza bestellt und dann hat er den Karton bekommen und dann stand da eben Ableona drauf. Und hier wie so in so einem Laufband die einzelnen Berufe und über einen QR-Code konnte man sich dann ganz einfach bewerben. Ja. Und es zahlt ja auf zwei Dinge ein. Also A, Reichweite und Bekanntmachen der Marke an den unterschiedlichsten Touchpoints, eben auch beim Pizzaessen oder beim zum Bäcker gehen. Aber es fällt eben auch mal ein Kandidat dabei ab. Und es ist eine relativ kostengünstige Form des Recruitings, weil wir hatten gerade, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, aber 500 oder 1000 Brötchentüten zu bedrucken, ist deutlich, deutlich geringer im Aufwand, als eine Einstellung über einen Headhunter oder Personaldienstleister zu machen. So, ja. Das ist total spannend. Wie haben Sie diese Kreativität in Ihrer Abteilung dann hinbekommen? Weil das ist ja so gar nicht so einfach, weil so diese, wir haben jetzt einfach mal die nächsten Wochen richtig gute Ideen, damit ist es ja nicht getan. Also ich kann zumindest dafür sprechen, seitdem, also das war schon vor mir natürlich da, ja, also auch durch diese Agentur, die uns unterstützt, also da sind wir schon mit Ideen rangetrieben. Wir haben auch interne Mechanismus, dass wir sagen, okay, für die und die Stelle haben wir eine Priorisierungslogik und bedeutet, dass für eine Stelle ein gewisses Budget dann festgelegt wird und der Recruiter auch zusammen im Fachbereich eruiert, okay, dann machen wir die Maßnahmen. Also das gibt es im Prozess. Was ich jetzt auch seit meinem Start ausgebaut habe, ist auch so ein bisschen dieses Thema Best Practice Sharing. Also dass wir wirklich auch dann so Teamgespräche oder auch Workshops, die wir auch gemeinsam machen, wirklich konkret drüber sprechen. Ah ja, okay, ich habe jetzt diese Maßnahme in meiner Gesellschaft in der Lokation mal ausprobiert. Das könnte ja auch interessant sein für einen anderen Recruiter oder für einen anderen Standort. Also da ist halt wirklich extrem wichtig, dass intern dieser Austausch funktioniert und einfach dieses Tu Gutes und Rede drüber, dass man das halt auch fördert. Jetzt haben Sie schon mehrfach erwähnt, Austausch zwischen einzelnen Locations, jetzt gerade im Bereich HR. Wie findet der Austausch bei den anderen Berufsgruppen statt? Also gibt es da auch sehr viel Knowledge Sharing innerhalb des Unternehmens? Unterschiedlich. Also ich glaube, das kann man nicht mit pauschal Ja oder pauschal Nein
beantworten. Wir bieten als Unternehmen verschiedene Plattformen an. Ja? Also natürlich gibt es bei uns regelmäßige Meetings ja, und Teams-Calls und Bereichsleiterrunden. Ja? Sehr lokal. Wir haben hier am Standort zum Beispiel einen Neu-Isenburg-Talk, der regelmäßig von unserem CEO moderiert wird. Also wo er uns wirklich auch über wichtige Dinge und Updates im Unternehmen informiert. Und in der Regel auch mindestens eine, wenn nicht zwei Zentralabteilungen oder auch gerne mal jemanden aus der Operativen mit dabei ist und eben so aus dem Tagesgeschäft berichtet. Und ich meine, das ist so das Einzige, was wir, glaube ich, alle Covid abgewinnen können. Wir haben gelernt, auch ein bisschen remote zu arbeiten. Ne? Und in so einem Teams-Call kannst du natürlich dann auch unendlich viele Mitarbeiter mit reinnehmen und erreichst dementsprechend viele. Ja, das ist, glaube ich, so das eine, was wir machen. Ja. Wir haben eine sehr gut funktionierende interne News-Plattform, die fast ausschließlich mit News aus den operativen Gesellschaften gespeist wird. Ja? Und da hat man auch die Möglichkeit, das, würde man sagen, so ein bisschen das Unternehmens-Facebook auch zu kommentieren und Fragen zu stellen. Ja? Also wir versuchen da schon auch so ein bisschen modern und digital zu sein, weil der Nachteil so einer großen dezentralen Organisation ist natürlich, dass man die nie alle auf einem Ort hat. Ja? Und auch da gilt wieder, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen. Ne? Und wenn man eben so eine News hier von Apliona Insights auf dem Smartphone lesen kann, dann ist das doch perfekt. Und wenn ich dann auch noch kommentieren kann, ist das auch super. Und wenn ich jetzt mal in meinen Bereich schaue, bei der Frage mal, ist es im Team so, das weiß ich ganz sicher, aber auch bei meinen Kollegen Businesspartner, aber auch in operativen Gewerken, dann gibt es auch Teamsgruppen. Ja? Also da haben die sich dann eben eine Teamsgruppe aufgemacht und da sind dann vielleicht auch mal nur Kältetechniker drin. Mhm. Ja, und die tauschen sich dann zu Best Practice mitunter auch aus. Ja? Manchmal, ich stehe hier gerade vor der Anlage, weiß gar nicht, was ich machen soll, hast du mal einen Tipp? Mhm. Das macht es natürlich auch enorm spannend, weil wenn ich sage, okay, ich bin eigentlich sonst ja Handwerker, ja oft auch eher in kleineren Teams unterwegs und gerade so die Best Practice zu sharen, stelle ich mir als total angenehm vor, dass ich halt sagen kann, okay, ich bin halt nicht alleine oder mit zwei, drei Leuten und wenn die es halt nicht wissen, sondern ich habe ein ganz großes Netzwerk an Menschen, auf das ich grundsätzlich zugreifen kann und dann habe ich halt einen deutlich angenehmeren Arbeitsalltag. Ja. Ja, man muss die Menschen natürlich immer so ein Stück weiter dran führen. Ne? Also es gibt schon, und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Unternehmen so, es gibt immer noch Mitarbeiter, die haben natürlich eher die Erwartung, dass alles zu ihnen kommt. Ja? Aber das hat sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens verändert. Ne? Weil wir auch, was Informationen angeht, inzwischen eine totale Konsumgesellschaft sind. Ja? Also wenn ich von mir ausgehe, das Erste, was ich morgens mache, ich gucke auf mein Smartphone. Ja? Erst auf das Geschäftliche, dann auch auf mein Privates. Ja. Weil ich könnte ja über Nacht irgendwas Wichtiges verpasst haben. Aber man muss sie eben da so ein Stück weit ranführen, ne? Und das Mindset vielleicht an der einen oder anderen Stelle verändern. Meine These ist immer, dass was privat funktioniert, kann und muss im Business genauso funktionieren. Ja? Warum guckt man da im Business nicht drauf? Und ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Mhm. Und es sind nicht immer, das ist ja auch immer so eine Vermutung, es sind nicht immer die älteren Arbeitnehmer, die sich gegen sowas sperren, sind auch oft jung. Die dann eher diese Konsumhaltung haben im Sinne von, ich lasse mich berieseln, die Information muss zu mir kommen. Mhm. Ja, das ist, Hol- und Bringschuld, das ist in der Tat eine Herausforderung. Ja. Ja. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, jetzt sind Sie seit 4 Monaten hier, Sie jetzt seit 6 Jahren, was war damals der Grund für Sie, zu Apliona zu kommen? Was ist damals für mich der Grund gewesen? Also am Ende des Tages gibt es ja so einen Spruch, man verlässt eine Führungskraft und man kommt wegen der Führungskraft. Und ich hatte damals in meinem Vorstellungsgespräch tatsächlich das Gefühl, mit dem möchte ich gern zusammenarbeiten. Ja? Von dem kann ich was lernen. Ich hatte vorher, also mir hat, das muss ich ehrlicherweise sagen, und das ist auch jetzt kein Geheimnis mehr hier im Unternehmen, ich habe Apliona noch nie gehört vorher. Es war aber auch gerade so diese Phase, wo die Namensgebung und Namensfindung stattgefunden hat. Ich hatte mit einem Facility Management oder Facility Dienstleistungsunternehmen noch nie Berührungspunkte. Also so rein inhaltlich war das für mich relativ abstrakt. Aber es war die Beschreibung
der Aufgabe, es war die Beschreibung der Kultur und es waren auch die Menschen, die ich kennengelernt habe. Und das ist das, was mich letztlich überzeugt hat. Ja. Und wenn jetzt bin ich 6 Jahre da im Juni, ja, das ist mit 2-mal Luft holen dann auch soweit. Und ich glaube, das spricht auch für sich. Ja. Also es war die richtige Entscheidung. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen? Also die Kultur, die Menschen, die Führungskräfte, was war das so Konkretes, was die dann überzeugt hat? Also fangen wir vielleicht mal an mit der Kultur. Es gibt nicht diese eine Ablehonerkultur. Die kann es, glaube ich, auch nicht geben, weil wir ja sehr verschiedene Geschäftsfelder auch haben. Ja, wir haben eine Ablehoner Real Estate, wir haben das Facility Management, wir haben eine kleine Einheit R&M, wir haben eine kleine Einheit Wolfers, Ablehoner Wolfers, die in Köln sitzen. Die machen klassischen Anlagenbau. Wir haben die Infraservices. Also das sind ja, diese Ablehoner ist das Dach und uns verbindet auch alle ganz, ganz viel. Aber die Kultur ist, glaube ich, von Business Unit zu Business Unit durchaus auch ein bisschen unterschiedlich. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir einen sehr kollegialen Umgang miteinander haben. Ist natürlich ein immer eher männerdominiertes Unternehmen, da ist der Umgangston vielleicht auch manchmal ein bisschen ruppig, aber nicht, weil man jemanden vor den Kopf stoßen möchte, sondern weil es halt einfach so ist. Wir sind sehr unpolitisch für die Größe des Unternehmens, das muss man tatsächlich sagen, und wir leben in den allermeisten Bereichen auch so eine Open-Door-Policy. Mhm. Ja, also wenn die Tür zu ist, dann ist tatsächlich auch irgendwie ein Termin oder ein Gespräch und man kann nicht stören, aber grundsätzlich erlebe ich hier immer Menschen, die sehr offen sind, sehr hilfsbereit sind. Es gibt kein Standes- oder Titeldünkel, also Titel im Sinne von, auf welche Position begleitet man, sondern es ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Und ich glaube, was es noch total spannend macht, ist, auch wenn wir sehr, sehr groß sind, ja, im Vergleich zu anderen Unternehmen, die jetzt aus der Telco kommen oder Banken, ja, die sind natürlich in ihrem Reifegrad, Entwicklungsreifegrad, deutlich weiter als wir. Heißt aber auch für uns, wir haben ganz andere Möglichkeiten, uns noch zu professionalisieren. Also wenn man selber mitgestalten möchte, wenn man aktiv mitarbeiten möchte und man eigene Ideen auch einbringen und verwirklichen möchte, dann ist das ein tolles Umfeld. Ja, also es hat fast sowas von Start- oder Scale-Up-Charakter, was Sie gerade so beschrieben haben. Ja. Gut, mit der Ausgliederung damals ist ja eigentlich Scale-Up auch gar nicht so falsch. Ja, und mit langer Geschichte, ja. Ja, und unser CEO hat auch tatsächlich immer gesagt, wir sind zwar 20.000 Mitarbeiter, aber wir sind ein Start-Up. Ja? Und wir wollen auch wie ein Start-Up agieren. Wir wollen eben nicht wie dieser große, schwere, behäbige Konzern agieren, auch wenn wir das von der Größe durchaus sind, sondern wir wollen uns noch immer so diesen Start-up-Charakter auch beibehalten. Ja. Warum sind Sie gekommen? Aufgrund Ihrer Ansprache. Ja, also ich habe eine Nachricht über LinkedIn bekommen. Genau, also es waren auch verschiedene Gründe. Also bei mir ging es ähnlich. Ich kannte Ablehoner vorher nicht, habe aber in der Vergangenheit auch Positionen im kaufmännischen und auch so technischen Bereich rekrutiert. Also ich fand halt per se den FM-Bereich eigentlich immer spannend. Also ich konnte was damit anfangen. Für mich wird das so ein haptisches Produkt. Und ja, Grund war eigentlich die Formulierung der Nachricht und auch, was mich gereizt hat, die Führungsspanne in der Tat. Also ich hatte vorher in der Firma ein kleineres Team, was ich betreut habe. Das fand ich ganz spannend. Und ausschlaggebend war eigentlich das Gespräch dann auch mit der Frau Lenz, was ich hatte. Also sowohl über Teams im ersten Schritt als auch dann vor Ort. Ich hatte ein unheimlich gutes Bauchgefühl. Die Frau Lenz war sehr ehrlich, hat mich auch abgeholt, wo wir zu dem damaligen Zeitpunkt standen, was auch so die Erwartung ist innerhalb der Rolle und der Aufgabe. Und sicherlich auch, wie ich mich natürlich dann auch in der Führung entwickeln kann. Und natürlich auch in so einer großen Firma, ja. Und hab die Entscheidung auch nicht bereut bisher. Ich auch nicht. Nee, also weil es eben, ja, wir so eine Art, weil wir sehr viel Gestaltungsspielraum auch haben. Und wie auch gerade beschrieben von der Kultur her, finde ich das einfach sehr stimmig. Also ich habe auch das Gefühl, es ist sehr kollegial. Kollegen sind sehr unterstützend. Also man hat hier eine offene Tür, man kann immer Themen ansprechen. Es ist wenig hierarchisch. Also von daher, sehr, sehr viele positive Punkte. Genau, und dass man eben was bewegen kann, ja. Jetzt müssen Sie uns noch verraten,
was Sie vorher gemacht haben. Ja, also, wollen Sie vielleicht anfangen? Ja, klar. Also ich war vorher 4 Jahre beim Engineering-Dienstleister, habe dort auch das Thema Carve-Out erlebt und war dort die erste Person. Also wir sind dann auch sehr, sehr schnell damals gewachsen auf über 850. Also habe schon mal das Erlebnis gehabt, in erster Stunde zu rekrutieren. Dann davor war ich bei LinkedIn in Dublin, habe Rekrutierungslösungen an Kunden vertrieben in Deutschland, Österreich und Schweiz und davor die Jahre in Recruiting auch tätig, in Personalberatung, Dienstleistung, also 360 Grad gemacht, im kaufmännischen IT-Bereich, komme aber ursprünglich aus der Touristik, also Quereinsteiger. Ja, dann fange ich mal an, wo ich angefangen habe. Ich habe nach dem Studium bei der Metro Group angefangen und habe dort im Bereich Personalentwicklung für die Lebensmittelsparte, damals noch Real, ich glaube, die sind letztes Jahr verkauft worden und dann insolvent, gearbeitet, habe dort die Führungsnachwuchskräfteentwicklung gemacht und habe dort eigentlich auch das erste Mal dann schon Team- oder Mitarbeiterverantwortung übernommen, habe dort die dualen Studenten betreut. Und dann hat es mich irgendwann in meine alte Heimat tatsächlich von Düsseldorf nach Erfurt verschlagen, weil ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, wo ich vorher immer gesagt habe, ich möchte nie wieder dorthin zurück. Ja, nicht, weil Erfurt keine schöne Stadt ist, aber es ist halt sehr provinziell im Vergleich zu den anderen Städten. Und war dort Personalleiterin von einem Firmenausbildungsverbund, der in erster Linie sich darum gekümmert hat, dass Verbundausbildung stattgefunden hat. Ja, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die sind ja eher durch mittelständische Unternehmen geprägt. Das heißt, da können viele Unternehmen sich eine Ausbildung gar nicht leisten, weil sie nicht alle Facetten abbilden. Und wir haben dann die Azubis so ein bisschen organisiert rotieren lassen und hatten aber auch noch um die 100 bis 150 Azubis, die schwer vermittelbar waren und dann auf dem zweiten, dritten Bildungsweg von uns in ein Ausbildungsverhältnis gebracht wurden. Und dann, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich, ich glaube, 5, 6 Jahre bei der Freenet gewesen, also wieder eine ganz, ganz andere Branche. Das ist das Schöne am Personal, man kann eigentlich immer in allen Branchen unterwegs sein. Da bin ich dann wieder so ein bisschen raus aus der klassischen Personalarbeit und habe dort Training und Coaching gemacht und auch mit einem relativ großen Team und bin immer so zwischen Erfurt, Berlin und Hamburg hin und her getingelt. Also das war auch eine ganz spannende Zeit. Und nach den 5 Jahren bin ich bei der Ableo gegangen. Das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte und das ist ja auch so ein bisschen beispielhaft, so viele Bereiche, die Sie jeweils gesehen haben, aber natürlich auch viele Bereiche jetzt, die bei der Ableona zusammenkommen. Ja. Das ist ja sicherlich ganz hilfreich, weil das, ja, wie Sie eben beschrieben haben, sehr unterschiedliche Facetten, sehr unterschiedliche Charaktere und dann auch natürlich unterschiedliche Kulturen, die sich in einer quasi, die sie aber auf gemeinsamen Werten dann ja basieren muss, trotzdem, ja. Ja. Das war wirklich enorm interessant, was Sie gerade beschrieben haben. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, jetzt haben wir gerade viele Berufsgruppen besprochen, jetzt gerade auch natürlich jetzt hier die Menschen, die in Neu-Isenburg anfangen oder starten als neue Kollegen. Was sind das so die Berufsgruppen, die Sie aktuell da sehr stark suchen und wo Sie sehr stark einstellen? Da gibt es nicht die eine. Sie dürfen auch mehrere nennen, wenn Sie mögen. Ja, auch da wieder die komplette Bandbreite, also wirklich alles vom Elektriker, Kältetechniker, Anlagenmechaniker, Objektleiter, Projektleiter suchen wir. Wir haben ja teilweise auch spezifische Kundenprojekte, also für Schlüsselkunden, wo wir dann auch die Objekte betreiben. Von der kaufmännischen Assistenz, wie gerade auch gesagt, hier für die Zentrale, alle kaufmännischen Funktionen. Also da gibt es auch, wie gesagt, nicht den einen Job. Und auch da gehen wir auch wieder kreative Wege. Wir haben beispielsweise ein European International Recruiting gestartet, also dass wir wirklich auch über Dienstleister Mitarbeiter aus dem Ausland beispielsweise rekrutieren, wo der Dienstleister diesen ganzen, ich sag mal, bürokratischen Prozess auch mit abwickelt. Und da haben wir zum Beispiel auch schon erste Elektriker eingestellt an den verschiedenen Standorten. Also es ist wirklich alles dabei. Alles, was den FM und Real Estate, also wie Frau Lenz sagte, auch beispielsweise Real Estate Property Manager, also kompletten Bereich abdeckt von kaufmännisch bis technisch. Und
die klassischen Positionen wie Objektleiter, Anlagenmechaniker, Kältetechniker, Elektriker, also das sind eigentlich die viel gesuchten Positionen bei uns. Also wenn man mal so auf unsere Homepage, auf unsere Jobseite schaut, die tauchen dann auch häufiger auf, ja, wenn wir jetzt aus der operativen sprechen, aber ansonsten wirklich alles dabei. Das sind die, die der Recruiter wissen muss, wenn man den nachts im Schlaf weckt. Muss der immer sofort sagen, ich suche das. Ja. Und das wiederholt sich auch. Also es kann sein, dass jetzt ein Recruiter 10 Vakanzen hat, weil er 10 Elektriker an verschiedenen Standorten sucht. Ja, also es ist noch nicht mal, dass man immer sagt, ich habe jetzt hier nur einen Agile-Business-Partner an einem Standort, den ich suche, oder ich habe jetzt nur den einen Objektleiter, sondern das ist wirklich dann, wenn jetzt jemand eine Region beispielsweise betreut, dann sucht er den in Plochingen bis Mannheim bis Stuttgart, also alles dabei, ja. Auch von den Lokationen jetzt. Ja. Inwiefern stellen Sie dann so Makrotrends, wie jetzt zum Beispiel das ganze Thema Energiewende, jetzt hatten wir die ganze Diskussion rund um den Einbau von Wärmepumpen, die sie ja auch nicht von alleine einbauen, sondern da braucht man ja auch halt Elektriker für. Inwiefern stellt sich das vor Herausforderungen, dass jetzt gerade so von politischer Seite Entscheidungen getroffen werden, die dann, um es mal ganz volkswirtschaftlich zu sprechen, Angebot und Nachfrage halt lenken und sie dann natürlich auch sehr stark betrifft? Oder ist es so? Vielleicht weniger auf der Rekrutierungsseite und eigentlich auch gar nicht so als Herausforderung, sondern eher als einen weiteren Geschäftszweig. Also wir haben einen eigenen Bereich Green Real Estate, der sich eigentlich darum kümmert, was können wir für Lösungen, auch für digitale Lösungen, entwickeln, anbieten und den Kunden verkaufen für das Objekt. Gar nicht so sehr dieses, der Elektriker muss eine Lösung anbieten. Das wäre natürlich dann super, wenn wir es verkaufen und dann können unsere Leute das auch noch integrieren, einbauen, warten. Aber es geht tatsächlich darum, gemeinsam mit anderen Unternehmen Lösungen für so ein Gebäude zu entwickeln. Und für uns ist das ein weiteres Geschäftsfeld, ne, wo wir auch stetig wachsen. Also dieses Thema, das kann man ja auch unter ESG sehen, ne, Green Real Estate ist für uns wahnsinnig wichtig. Gerade weil wir ja den Zugang auch zu vielen, vielen Gebäuden haben. Und da sehe ich auch so ein bisschen, das sicherlich, wenn ich es jetzt rein auf Recruiting auch sehe, ist ähnlich wie Frau Lenz, also weniger das Problem nur der reinen Rekrutierung, sondern natürlich auch, dass man sich in den Ausbildungsbereichen darüber Gedanken machen muss. Also dass zum Beispiel dann jemand noch eine Erweiterung hat in seiner Ausbildung zum Klima- oder Kältetechniker, weil das merken wir jetzt, weil wir eben, ich will nicht sagen händeringend, aber wir suchen diese Profile und das sind häufig Weiterbildungen und man kann diese Jobs nicht machen, ohne diese Ausbildung zu haben. Und das ist sicherlich dann nochmal von der Seite interessant, ja, in den auszubildenden Berufen, dass wir da auch die nächsten Generationen auch ausbilden. Super spannend und vielen Dank dafür, auch jetzt für den positiven Ausblick. Also ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn man gerade so die Transformation in den Bereich Nachhaltigkeit und in den Bereich Green halt nicht als Gefahr, sondern auch als Chance, als Business Opportunity sieht und weniger als, oh mein Gott, jetzt wird sich alles verändern und sondern dass man wirklich einen positiven Spin der ganzen Sache gibt, ja. Super, vielen, vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften und vielen Dank für die Insights, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenso. Super. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben alles unten verlinkt an Informationen und bis zum nächsten Mal.